Kamera läuft. Okay, wir sind ready. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanita. Und ich bin ja auch eher so der strukturiertere Mensch und plane gerne meine Woche. Lisa, könntest du uns daher bitte für morgen zu dem Kundenaustausch nochmal einen Termin einstellen? Dir zuliebe mache ich das natürlich gerne. Wenn wir in Teams hier unter dem Kalender unsere ganze Woche einsehen können, also ich habe jetzt hier die Arbeitswoche eingestellt, können wir das auch ändern, je nachdem, was uns mehr beliebt, sehen wir unsere ganzen eingestellten Termine. Und ich hätte jetzt einfach gesagt, für morgen Vormittag stelle ich uns mal einen Termin ein. Dafür könnte ich hier oben auf neue Besprechungen klicken oder den entsprechenden Abschnitt auch einfach markieren. Das mache ich jetzt auch mal. Also von morgen 9 bis 12 würde ich mal hier so einen Termin auswählen. Das ist dann eben der Austausch zu dem Kundenevent, was wir ja noch zusammen planen müssen. Und dann würde ich hier deinen Namen eingeben, kann ich dich direkt auswählen. Und was dann eben jetzt als nächstes passiert ist, weil ich ja jetzt nicht unbedingt weiß, ob du morgen früh verfügbar bist, dann sehe ich hier direkt, du bist frei und dann werden mir hier unterschiedliche Zeiträume angezeigt. Mhm. Ich kann das auch größer machen, wenn ich auf den Terminplanungsassistent klicke. Und dann zeigt er mir das eben hier direkt an und dann kann ich das einfach einstellen und planen. Dann bestätige ich das hier und dann zeigt er mir am Ende einfach nochmal die Zusammenfassung von dem Event. Also von wann bis wann habe ich das geplant, wen habe ich eingeladen, wer ist der Organisator und kann dann eben entsprechend auch mit den Teilnehmern sofort chatten und sagen, hey, passt das morgen, ich habe schon mal was hochgeladen. Also super. Genau. Das heißt, einen Termin einzustellen ist kinderleicht, auch vorher und nachher in dem Termin in einem Raum zu kommunizieren, wie wir es ja aus Teams gewohnt sind, funktioniert. Dann lass uns doch im nächsten Video mal anschauen, wie ich tatsächlich an einer Besprechung teilnehmen kann. Sehr gerne.